Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir wollen als allererstes zu Makalania gehen. Um Aurens Waffe herzustellen. Oh, genau. Und außerdem können wir noch sagen, halt, wir gehen nicht dahin. Ausrüstung automatisch. So. Halt. Umbau. Wo haben wir's denn? Aurens Waffen. Nein, nicht Waffen. Hier. Genji-Band. Da können wir nämlich jetzt schöne Sachen reinbauen. Ich weiß nur noch nicht genau, was ich reinbauen will. Die ganzen Schütze könnten wir reinbauen. Oder so ein Wall machen. Verhindert fast immer. Der Schutz manchmal, verhindert manchmal. Der Wall verhindert fast immer. Von so ziemlich allen Dingern. In Notsituationen wird Ex-Blitz ausgelöst, aber die Notsituation, das finde ich irgendwie blöd. Was ich interessant finde, ist zum Beispiel Auto-Protest. Das heißt, Protest würde immer bei Auron dranhalten. Das finde ich auf jeden Fall nicht verkehrt. Auto-Hast fände ich nicht verkehrt. Dann wäre halt immer im Hastzustand, wäre immer sehr, sehr schnell dran. Was ich auch nicht schlecht fände, wäre die HP. HP-Wert steigt um 30%. Das finde ich eigentlich nicht schlecht, um mehr HP zu kriegen. Gerade wegen den HP-Expander und so weiter. Das fände ich nicht verkehrt. Ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall mal drauf. So. Aber was machen wir noch drauf? Hast oder Protes? Bei Hast sind wir schneller dran. Bei Protes sind wir halt besser geschützt. Deswegen fände ich eigentlich so ein Vierer gar nicht mal so schlecht. Dann hätten wir nicht so die große Wahl jetzt. Dann würde ich eher Hast bei, vielleicht bei Yuna oder so sagen. Oder bei unseren Heiler oder bei Zauberer. Wenn wir Lulu auch noch auf trainieren könnten, dass er auch noch Heiler machen würde, wäre das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ich glaube, dieses Turbo-Dings, was drin ist, das verstärkt, glaube ich, die Zauber noch. Ich muss es nochmal nachschauen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wäre es nicht verkehrt, wenn unser Heiler dann ein Auto Hast drin hätte. Dann kriegst du ein Auto Protest drin. Dann bist du eigentlich jetzt ganz gut geschützt. Und, halt. Eine Sache sollten wir auch noch machen. Ausrüstung, doch nochmal Auron. Und zwar... den Nullmonster ist schon drin. Perfekt. Dann holen wir dir mal... wo geht's denn rein? Da geht's rein. Dann holen wir dir mal deine Solaris-Waffe und das ist auch die letzte, die wir machen können. Für Titus müssten wir tatsächlich, wie gesagt, dieses Fang-Fang-Chocobo spielen, wo ich überhaupt keine Lust drauf habe. Und für Walker müssten wir Blitzball spielen, auf das ich auch überhaupt keine Lust habe. Und dann müssen wir ein Ligaspiel gewinnen, ein- oder zweimal sogar. Und dann passiert es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu 50% oder so, dass man es kriegt oder nicht kriegt. Von daher, auf die zwei habe ich überhaupt keine Lust. Die Waffe ist nun stärker. Was ich mir überlegt habe, ob wir gegen Tojimbo nochmal kämpfen sollten. Vielleicht mit Tojimbo. Einfach für bessere Ausrüstung noch zu kriegen. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt, aber egal. Ist noch eine Überlegung. So. Nein, nicht verlegen. Wir schauen es uns aber gerade nochmal an. Wo ist er denn? Hier. Hat einen Hit-Expander drin, einen Triple-Ekstase, einen Präventivschlag, das heißt, Auron würde immer anfangen, und ein Konter. Also eine ziemlich klasse Waffe. Aber lass uns erstmal kurz in die Omega-Ruinen gehen. Da gibt es auch zwei optionale Quests, optionale Bosse. Und zwar
Ultima und Omega Weapon. Und ja, auch dafür sollten wir eigentlich relativ stark sein. Vielleicht schaffen wir die, vielleicht probieren wir die, aber erst nachdem wir trainiert haben. Aber wir gehen jetzt erstmal trotzdem rein, weil vorher kann man auch was machen. Und man kann auch sehr schön, man kann auch sehr schön trainieren dort. Here we go. What is this place? 700 years ago, a monk who defied the teachings was sentenced here. Oh, the traitor Omega, yeah? Omega's loathing of Yevon has turned him into a fiend. They say he liked it underground, out of the light. So he's here? Scared? Not a chance. Ja, ein ganz kleines bisschen Story ist hier auch mit dabei. So, wir gehen erstmal ganz kurz speichern. So, dann gibt es nämlich hier noch zwei Sachen. Oh, erst einmal keine Karte. Die Karte müssen wir erst aufdecken. Dann gibt's, was ist das hier? Na, das ist einfach nur eine Fackel. Ich habe hier schon eine Karte mal bei mir aufgedeckt. Da gibt es nämlich zwei Sachen. Und zwar gibt es hier... So. Truhen. Da muss man bis auf zwei Schritte vorne dran gehen. Stehen bleiben. Warten. Ich weiß gar nicht mehr. Zwei Sekunden, weil es jetzt zwei Dinger sind. Ich glaube zwei Sekunden, weil es zwei Truhen sind. Und dann aufmachen. Spheropass erhalten. Und da haben wir ein Monster, also das heißt, wir haben es schon wieder nicht geschafft. Und damit wären alle anderen, Truhen weg eigentlich. Sehr, sehr schade. Sollen wir den Monster jetzt schnell machen? Oder probieren wir es mit den Truhen nochmal? Ja, ich glaube, ich probiere es mit den Truhen nochmal. Dazu müsste ich aber nochmal ganz kurz das Spiel verlassen. Das ist ein bisschen blöd. Wie gesagt, es gibt da einen Trick. Man muss anscheinend hingehen. Zwei Schritte vor der Truhe stehen bleiben. Dann zur Truhe hingehen. Warten. Ein paar Sekunden. Und zwar so viel, wie Truhen da sind. Dann muss man zur nächsten Truhe hingehen. Auch wieder zwei Schritte davor stehen. Hinrennen. Warten. Solange das... wie die Truhen da sind oder so. Und dann geht es zum nächsten Gebiet. Es gibt insgesamt vier Gebiete mit Truhen. Wenn wir zwischendurch speichern gehen, an Speicherdings gehen, war es das. Dann sind alle Truhen weg. Wenn wir das so wie jetzt haben, sind, glaube ich, auch alle Truhen weg, glaube ich. Oder ist nur die eine Truhe weg? Dass man nicht mehr genug hinkriegen würde. Nee, ich glaube, es müssten alle weg sein. Aber ich schaue mir das gerade nochmal an. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, so, da bin ich wieder. Wie gesagt, mit den Truhen, das ist so eine Sache für sich. So, hingehen. Das hat geklappt. Jetzt können wir uns Zeit lassen, wieder hingehen. Oh, jetzt ist sie verschwunden, okay. Habe ich jetzt zu lang gewartet? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Schauen wir mal, ob die anderen Truhen noch da sind. Da müsste eigentlich... Da hinten kommen Truhen. Ja, die sind wieder da. Okay. Da müssen wir jetzt hingehen. 3 Sekunden warten. Sicherheitsband gekriegt. So. Konterangriff erhalten. Und Spheropass 2 gekriegt. Okay, hier hat es jetzt ziemlich gut geklappt, muss ich sagen. Den einen haben wir anscheinend zu lange gezögert. Ah, da geht's rein. Da haben wir anscheinend zu lange gezögert. Was wir da gekriegt haben, das schauen wir uns gleich an. Das sieht schon irgendwie ziemlich krass aus, diese Höhle. Laut denen hier müssen wir hier reingehen.
Und da haben wir die nächsten. Okay, Sicherheitsreif. Oh, sind sie verschwunden. Ich war wahrscheinlich zu nah dran. Mist. Normalerweise sollten sie nicht verschwinden und man sollte sie so bekommen. Na gut. Moment. Wo sind wir dann? Müssen wir jetzt hier rein? Ah, genau. Okay, jetzt hat es nicht geklappt. Das war's dann. Alles klar. Dann ist es mir jetzt aber auch egal. Dann ist es halt jetzt so. Wir werden jetzt erstmal... Ah, das kann sein, dass sie mit der Truhe... Mega Peuschen. Ja, es war tatsächlich nur eine Truhe. Immerhin, es hat besser geklappt, als ich eigentlich gedacht habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will den eigentlich auch noch gleich noch fangen, wenn das geht. Schauen wir mal, Titus. Du hast deine Waffe noch drinnen zum Sammeln. Auron wird ihn wahrscheinlich nicht kriegen, oder? Nee. Machen wir noch Walker rein. Ich glaube, Walker war noch nicht dran. So, wir haben den ersten Gegner hier gefangen. Sehr schön. So, und jetzt sind die Truhen weg. Und das war der letzte Teil. Das ist ziemlich dumm gelaufen. Okay. Dann, ach, mit Auron geht's ja eh nicht mit Zwangen. Weil der hat ja noch sein Dings drin. Dann setzen wir das jetzt mal so rein und gehen einfach mal ein bisschen hier farmen und uns die restliche Gegend hier anschauen. Meister Tombury. 48.000. Yay. Hast du was Schönes bei dir? Magiequelle. Es könnte heftig werden. So, und du machst jetzt mal Gravitas vielleicht. Ich hoffe, der ist nicht immun dagegen. Ja, sehr schön. Ach, sie hat die falsche Waffe noch an, Mist. Heil dich auch gleich nochmal, wenn du schon dran bist. So, nochmal Gravitas? Ja, machen wir nochmal Gravitas. Kimari war auch noch nicht dran. Ja, das langt langsam mit deinem Fluch für alle. Eigentlich von denen müssen wir nur einen einzigen sammeln. Dreizehntausend nochmal.
Machen wir nochmal Gravitas rein. Einfach um ihn weiter zu schwächen. Damit töten wir ihn definitiv nicht. So, Auron. Auron, Tidus und Walker jetzt. Ich glaube, jetzt müsste man eigentlich haben. Oder? So, sehr schön. Meister Tombari gefangen. Hat auch schön viel Zeug gegeben gehabt. Okay, wen haben wir denn hier jetzt alles? Isgar. Wir müssen uns definitiv heilen. Oh, das sieht schlecht aus. Nee, das war's dann wohl. So viel dazu, dass ich ja schön sammeln kann. Und das mit den Truhen müssen wir auch nochmal machen. Ich hätte gleich speichern sollen nach den Truhen. Ich glaube, dann beenden wir mal die Folge. Und ich schau mal, dass ich vielleicht das mit den Truhen nochmal mache. Und vielleicht, dass ich vielleicht tatsächlich nochmal das mit den Sammeln von den Monsterfangen oder so ja noch mache. Andererseits, wir wollen ja auch die ganzen Gegner vielleicht mal anschauen. Ah, das muss ich mal schauen, wie wir das machen. Ob wir das zusammen machen mit dem Fangen oder wie auch immer. Zumindest den Thron werde ich einmal alleine machen. Und vielleicht decke ich auch die Karte so mal ein bisschen auf. Oder auch nicht. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.